liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen in meinem neuen Video, in dem ich dieses Mal wieder genau wie beim letzten Mal das Thema Knöterich und Pfingstrosen vereine. Ihr hattet so tolle Fragen zum Knöterich und es ist für mich eine Anregung, mir immer wieder was Neues auszudenken. Aber was ich heute damit genau mache, das erfahrt ihr jetzt gleich in dem Video. Ja, aber erstmal lege ich den Knöterich zur Seite, weil der kommt später. Der hilft mir nämlich, die Vase ganz passend zu machen. Und das erfahrt ihr natürlich weiter hinten im Video. Deswegen lohnt es sich immer, das bis zum Schluss zu gucken. Und ich muss euch nochmal zeigen, das war das letzte Video. Da habe ich ein Knöterichgesteck gemacht, schön parallel gesteckt. Parallel ist schon immer schön, schon zu zeigen, mit den Händen genauso. Mit gebleichtem Knöterich, ja, der ist weiß gebleicht, also wie gekalkt. Und das ist und dieses schöne Gesteck mit 3 Pfingstrosen nur und wird schon Wahnsinn. Es ist eine Wahnsinnskulisse. Den Link zu diesem Video, den mache ich oben rein. Oder schaut einfach jetzt das ganze Video und im Abspann, da kommt nochmal so in so ein Bildchen das andere Video. Da könnt ihr einfach da drauf klicken im Abspann und dann kommt ihr automatisch zu diesem Pfingstrosengesteck-Video. Also auf jeden Fall sehenswert. Viel und es macht so viel Wirkung mit wenig Mitteln und das ist irgendwie das Tolle daran. Ja, und ich habe mal wieder Post bekommen. Ich liebe Post. Natürlich nur, wenn sie schön ist, aber das ist die schönste Post, ist Blumenpost. Und das ist jetzt Blumenpost von Don Peoni. Das ist echt wieder der Hammer. Ich habe wieder Pfingstrosen bekommen. Pfingstrosen per Post. Man denkt ja eigentlich so zuerst, naja, Blumen kann man nicht so gut versenden, aber die sind hier so in den Laden gekommen. Und man sieht auch, die sind total knackig, das Laub, die sind wie frisch geerntet. Es ist genial. Aber ein kleiner Wermutstropfen, die Pfingstrosenzeit, die ist jetzt leider Gottes fast vorbei. Jeder liebt sie, keiner will sie aus dem Garten abschneiden, jeder will sie gern behalten und sagt, oh, sind die schön. Jeder sagt, ich liebe Pfingstrosen. Frag nicht, wie oft ich das höre, aber macht nichts. Ja, und deswegen ist natürlich nochmal ein ganz tolles anderes Angebot von Don Peoni, also aus Unterfranken. Mein super netter neuer Kooperationspartner. Ich bin begeistert. Und sind auch, ja, die beiden, ich spreche mal hier von Sebastian und Susanne Sauer. Und die bauen auf 20 Hektar Pfingstrosen an. Und das Tolle ist, weil die Pfingstrosenzeit bald vorbei ist, dass sie auch Pflanzen versenden. Das heißt, ihr könnt euch im Webshop von den beiden, zeige ich euch nochmal einen kleinen Ausflug in den Webshop, Pflanzen bestellen und könnt euch also diese tollen, qualitativ hochwertigen Pflanzen in eurem eigenen Garten setzen. Und ob ihr die dann abschneidet für die Vase oder ob ihr sie draußen anguckt, das müsst ihr entscheiden. Auf jeden Fall gibt es da, also ich glaube 16, 17, 18 Sorten, also sehr richtig tolle Sorten. Und ein kleiner Ausflug, genau was es alles gibt, das ist wirklich nochmal... Das ist also über alle Schattierungen wirklich dieses Rosé. Ich drehe mal hier mein Gefäß ein bisschen. Auch hier die schöne Sarah Bernard. Das ist eine tolle Kansas. Das ist auch eine ganz irre Sorte in diesem dunklen Rot. Ich weiß leider nicht alle Namen. Ihr mögt es mir verzeihen. Aber eine meiner absoluten Lieblinge ist hier, die nennt sich Command Performance. Die hält auch unglaublich lang und ist so richtig dick gefüllt. Es ist eine unglaubliche Vielfalt und ich glaube, die beiden machen das schon seit 2003. Es ist, das ist schon sehr viel Beschäftigung und dann auch sehr, sehr viel Expertise, was dann drin steckt, um solche Pflanzen zu bekommen. Und deswegen komme ich eigentlich nicht umhin, euch meine Begeisterung zu zeigen. Du gibst am PC Don Peoni Pfingstrosen ein. Und dann findest du schon relativ schnell hier, man sieht es an dem Logo, Don Peoni, die Homepage. Und hier findest du Pfingstrosenpakete und Pfingstrosenpflanzen. Und da wählst du Pflanzen und
kannst auch sehr viel selektieren. Die Bestellung sollte möglichst früh sein, damit deine Lieblingssorte verfügbar ist. Die Auslieferung ist üblicherweise Oktober, November. Das ist die optimale Pflanzzeit. Du kannst auch viel auswählen, ob die Blütenform gefüllt sein soll oder halb gefüllt oder Bombenform, die Blütengröße, dann die Blütezeit. Es gibt Sorten, die früh, mittel oder spät blühen, die Duftintensität und die Farbe. Es ist auch unglaublich, wie viele Farben es dann doch gibt. Und natürlich auch die Preisrange. Ja, hier sind jetzt auch einige Sorten. Meine Lieblingssorte ist tatsächlich die Command Performance mit ihrer riesengroßen Blüte. Aber es gibt noch viel mehr sehr schöne Sorten. Da ist zum Beispiel auch, also ich liebe die gefüllten Sorten, aber jeder mag es anders. Ich finde zum Beispiel die Bowl of Cream ist ganz traumhaft und zauberhaft. Oder Mother's Choice. Dann die Alexander Fleming, die haben wir als Knospe im Laden gesehen, mit ihrem ja, rosa-pink-Farbton. Und ein Klassiker ist natürlich die Sarah Bernhardt, ist immer eine wunderschöne große Blüte. Aber man sieht, wie viele tolle Pfingstrosensorten hier erhältlich sind als Pflanze. Und solltest du Hilfe brauchen, gibt es ja auch eine Telefonnummer, wo du anrufen kannst und fragen kannst. Ja, und es gibt jetzt die Pflanzen im Webshop. Was es jetzt nicht mehr gibt, das sind jetzt die Pfingstrosenpakete, weil die Pfingstrose, die Schnittzeit ist jetzt vorbei. Aber das ist ja das Schöne, du kannst dir diese Pflanzen bestellen, um dann im nächsten Jahr diesen wunderschönen Pfingstrosengenuss in deinem eigenen Garten zu genießen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Bestellung. So, ich habe jetzt schöne Blüten ausgesucht in den Schattierungen Weiß, Zartrosé, Rosa, Pink und ich möchte die gerne in einen Strauß binden, weil bestellt ist ein Strauß. Also für den Strauß mache ich auch ein bisschen Laub ab, weil ich möchte ja gar nicht, ich möchte ja Grün dazu binden. Und wenn ich jetzt eine Pfingstrose so einzeln in die Vase stelle, würde ich natürlich mehr Laub dran lassen, aber im Strauß. Und das Grün nimmt ja auch immer der Pflanze Kraft. Binde ich natürlich Efeu dazu, ja, und anderes Grün. Und gewünscht von meinem Kunden, gewünscht ist ein Strauß mit Hortensien und Pfingstrosen. Und das ist natürlich jetzt ein Augenschmaus, diese gefüllte Hortensie, die so schön spielerisch mit diesen tollen Pfingstrosen zusammen. Ich glaube, es gibt einen Strauß, der dem Geschmack der Empfängerin voll und ganz entspricht. Kann ich mir nicht anders vorstellen. So, auch bei den Hortensien habe ich jetzt natürlich die schönsten Blüten ausgewählt, die dicksten und kräftigsten. Habe hier auch viel Blätter abgemacht. Einen richtig schönen, schrägen, langen Anschnitt ist immer ganz wichtig bei Hortensien, weil wenn manche die Hortensien in die Vase stellen und die schneiden hier so gerade einmal durch, da kriegt die Hortensie einfach zu wenig Wasser und im Endeffekt, ich sage immer, die sind beleidigt. Nein, also im Endeffekt hat die nicht genug Wasserversorgung, um das richtig auszudrücken, und dann schlappt die Hortensie einfach. Und das ist natürlich sehr schade, weil das so hochwertige und tolle Blüten sind. Das ist ein Jammer. Weil auch Hortensien gehören natürlich zu den Blumen, die unglaublich viele Leute sehr, sehr mögen. Aber die sind halt leider etwas empfindlicher mit ihrem Wasserbedarf, was ja auch schon viele erkannt haben. Ne? Ja, Blumenstrauß binden habe ich eigentlich schon einige Videos auch gemacht. Ja, ich habe sehr viele, eine ganze Reihe Sommersträuße gezeigt und auch Blumenstrauß binden für Einsteiger. Da verlinke ich euch auch nochmal ein Video, weil einfach das ganze Thema Strauß binden in der Spirale, ja, dass jeder Stiel in der Spirale angelegt wird. Das kann ich euch gleich, wenn ich ein bisschen mehr Blumen in der Hand habe, dann kann ich euch das viel besser zeigen mit der Spirale. Und warum Spirale überhaupt? Ja, jeder Florist erzählt über die Spirale. Warum? Wenn dieser Strauß technisch korrekt gebunden ist in der Spirale, dann kann ich relativ einfach
Blumen später auch einfügen oder wieder rausziehen, ja, dann ist es natürlich einfacher, wenn wir sehr, sehr viele Stiele, also wenn ich unheimlich eine große Blumenmenge habe, dann, dann ist die Spirale auch ja, unerlässlich, weil ich hatte gestern den Strauß für 100 Euro. Irgendwann werden auch meine kleinen Hände erreichen auch den, ja, den Rand ihrer Kapazität. Und wenn ich in der Spirale binde, dann, dann kann ich mehr fassen. Ja, dann kann sogar meine Hand offen sein beim Umfassen und durch die Spirale bleiben die in der Hand liegen. Das ist gar nicht so einfach, das immer zu erklären. Ja, man ist so in seinem Tun und man arbeitet so. Und, aber man kann dadurch, ja, es ist eben technisch sauber, es dürfen keine Blätter, ja, ich mache automatisch, geht schon mit der rechten Hand immer klack, klack, mache ich immer die Blätter ab. Es dürfen auch keine Blätter in der Bindestelle sein. Warum? Weil das Wasser schneller schlecht wird, wenn das Blätter in der Bindestelle sind, also grüne Blätter. Und ja, es wird jetzt also hier auch jedes Ästchen und so, ich mache das immer ab. Wenn du noch nie einen Strauß gebunden hast, dann solltest du auf jeden Fall für die Vorbereitung alles, ja, alle Blüten erstmal, erstmal hinlegen und alle, ist auch das Grün und alles ganz ordentlich putzen, weil wenn man nicht so geübt ist, dann schafft man das natürlich nicht, dass man ja, nebenher noch hier Blättchen abzupft oder hier auch so kleine Stückchen von dem Efeu. Das wird einfach nochmal weggeputzt. Und der ganze Stiel ist dann natürlich schön glatt und sauber, damit der Strauß auch eine gute Haltbarkeit hat und dass der Strauß auch technisch korrekt gebunden ist. So, ja, und genau. Viel erzählt, aber ich erzähle nicht nur, ich arbeite ja auch nebenher noch was. Und durch diese Riesenblüten, das ist natürlich jetzt ein Kinderspiel, ein tolles Volumen zu erreichen. So. Wahnsinn. Also wenn ich den jetzt schon so vor mir halte, dann ist es schon unglaublich. Die Stiele sind jetzt natürlich sehr lang. Ich kann dazwischen einfach mal ein paar Stiele abschneiden. Dann kann ich den auch besser handeln. Und man sieht jetzt hier, dass die Stiele alle so in eine Richtung gehen. Ja, die sind alle, ich halte den in der linken Hand und die sind alle angelegt, dass die hier in diese Richtung sich drehen, die Stiele. So ein Blatt kann man zum Beispiel auch mal rausmachen. Also es darf wirklich da, wo ich den Strauß binde, sollen wirklich keine Blätter sein. Und dann habe ich noch schöne Aradienblätter. Ja, kann man auch, man kann auch Schusterpalmenblätter nehmen, aber so, dass ich einen schönen Abschluss habe. Und ich hätte gerne noch eine spielerische Note. Ich mag ganz gern Spielerisches, deswegen ändere ich das nochmal. Und zwar, ich nehme Eukalyptus und auch hier genau das gleiche Thema. Die Blätter müssen ab, die dürfen nicht in meine Bindestelle. So, und dann finde ich, ist das so ein spielerischer Abschluss, ja, wenn da ein bisschen Euka rausläuft, also Eukalyptus, die Abkürzungsform ist Euka. So. Und das müssen nur so ein paar, so ein Haufen muss es nur sein und dann sieht es schon sehr schön aus. So, dann suche ich mir gerade noch einen, der so spielerisch fällt. Eukalyptus gibt es auch unglaublich viele Sorten. Und wenn ihr meint, ich hätte gern Eukalyptus, so, meine Dose fällt auseinander, ist egal, dann fragt bestimmt euer Florist, welchen hätten Sie denn gern? Also da lohnt es sich doch, sich mal kundig zu machen. Die Sortenvielfalt ist sehr, sehr groß. Und die fallen auch völlig verschieden. Und es gibt auch welchen, der sehr starr ist. Ja, so als Beispiel habe ich zum Beispiel hier, das ist der Eukalyptus Baby Blue. Ja, der ist total starr, starr und steif, ja, sieht man. Und der, den ich jetzt hier nehme, der fällt sehr schön. Deswegen, ich wollte ja dieses spielerische Fallen. So, dann brauche ich nochmal Aralienblätter. Da habe ich jetzt die große Aralie genommen. Das ist auch ein exotisches Blatt. Gibt es auch als Zimmerpflanze übrigens, die Aralie. Das macht natürlich, so ein Aralienblatt macht natürlich einen tollen Abschluss in dem Strauß. Ja, das ist, macht dann immer ein bisschen, es macht den Strauß ein bisschen größer, es macht ihn wertiger. Manche wollen keinen Abschluss,
Ich finde, das ist natürlich immer, ich zeige euch das auch gleich nochmal von unten, warum ich das eigentlich ganz gern mache. Damit die Aralie schön ist, nehme ich immer noch einen Hauch Blattglanz. Gibt es auch bei Floristik24. Wie so vieles. Wir haben halt alles, was man braucht dafür. So. Und jetzt sieht man hier von unten, ist also der Strauß schön abgedeckt. Und man sieht die Technik nicht mehr. Ich finde es ganz schön, wenn die Technik verdeckt ist. Und von oben ist es jetzt einfach eine runde Sache. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Und ich glaube, diesen Strauß, den könnte man sich jeden Tag ein Stückchen drehen. Oder vielleicht stündlich, und man hat immer eine andere Ansicht. Ich glaube, das wäre jetzt echt schön. Ja, also, jetzt haben wir hier unseren Strauß. Kleine Seitentriebe, die kann man noch für eine andere Arbeit verwenden. Und den binde ich jetzt erstmal. Das Thema Binden, also ich brauche einen guten Bindebast auf jeden Fall. Und Moment, ich zwinge mich gerade mal kurz. Ich nehme zum Binden, ich nehme, also hänge den Strauß in meiner Hand fest. Dann gehe ich um die Stiele drumherum. Ja, mache das zweimal. Manchmal drehen sich die Aralienblätter natürlich nochmal. Muss man ein bisschen, man muss auch das Grün immer etwas bändigen. Ja, das will nicht immer so wie ich. Dann lege ich ihn hier einfach auf den Tisch auf, weil ich habe ihn ja schon zweimal. Ich habe ihn ja schon zweimal so umrundet hier, die Bindestelle. So, jetzt kommt noch eine Kundschaft. Wir unterbrechen mal kurz und gleich geht's weiter. Hallo! Das, ich muss mich gerade beherrschen, um nicht zu sagen, boah, das Strauß ist, boah, der ist so mega. Ich muss mich echt beherrschen, um nicht zu sagen, boah. So, also unsere Kundin ist glücklich, hat auch nochmal tolle Pflanzen für ihren Balkon mitgenommen und war richtig happy. Ja, ich mache jetzt keinen Kirschlorbeer oder Salal nochmal unter die Aralie, weil diese Aralie ist so fest, ja, weil wenn die so ein bisschen weicher ist, dann muss man die stützen, aber die ist so fest und ich finde, dass der Strauß jetzt auch so, man sieht auch so schön jetzt, wie der ja, schön in sich schön federt und wie der rund ist und ich finde ihn toll. Ich würde ihn auch nehmen, aber er ist leider nicht für mich. Okay, nun gut. Ja, dann schneide ich nochmal die Stiele auf eine Länge. Und dann, was natürlich ganz wichtig ist, für alle Blumen, und wichtig ist auch, wenn ihr sowas macht, zum einen natürlich, wenn nochmal Blättchen dran sind, weg. Und wichtig ist auch, eine gute, scharfe Schere zu haben. Und dann natürlich auch ein scharfes Messer. Weil alle Blütenstiele brauchen jetzt nochmal einen schrägen Anschnitt. Vor allem ganz, ganz, ganz wichtig die Hortensie. Ja, aber auch die Pfingstrosen. Also ich gehe bei allen Blütenstielen nochmal mit dem Messer entlang und gebe denen nochmal einen schrägen Anschnitt. So, und hier sieht man auch die Hortensie. Hier sieht man das alte Holz. Und hier ist sie frisch ausgetrieben und hat also so eine wunderschöne Blüte gemacht. So, genau. Also von unten ist der Strauß jetzt bestens versorgt. Jetzt habe ich natürlich wieder ein neues Problem. Ich habe so eine große Vase. Ist jetzt nicht mehr die neueste, aber sie ist trotzdem noch schön. Ich habe so eine große Vase und dann manchmal denke ich mir so, der Strauß sollte jetzt eigentlich gut sitzen. Also der sitzt jetzt auch. Manchmal hast du ja noch eine größere Vase. Wow, der ist so groß, dass der eigentlich noch so eine Vase braucht. Und manchmal denkt man sich so, ist meine Vase oft größer und ich habe mich jetzt eigentlich auf ein Problem vorbereitet, das wir im Video gar nicht so unbedingt haben, aber ich dachte, ich zeige euch das mal, weil wir sind ja so beim Thema Knöterich. Das habe ich am Anfang in meiner Ladenzeit oft gemacht. Ich habe dann oft so ein Gitter gemacht und habe einfach die Öffnung von der Vase kleiner gemacht, indem ich dieses Gitter drauf gesetzt habe. Und hier kommt auch wieder die Knöterich-Thematik, weil das ist nämlich aus Knöterich gemacht, aus den Spitzen, die so ein bisschen schmal sind. Ja, nach unten wird er immer dicker. Und ich habe den Knöterich gerödelt. Rödeln? Kennen viele nicht, ja? Rödeln ist, da gibt es einen, Moment, ich habe immer so viele Materialien hier. Es gibt einen Rödler und es gibt auch Rödeldraht. Ja, zeige ich mal, das ist so eine Drahtschlaufe, ich halte es mal vor den Rödler, ja, und damit wurden früher die Mehlsäcke zugerödelt, ja, also Rödeln ist eigentlich dieses Verdrehen und das ist auch ein sogenannter Drillapparat und was ich jetzt gemacht habe ist,
Ich habe den Knöterich genommen. Ich zeige es jetzt einfach mal an einem einzelnen Knöterich. Ja, hier habe ich die Überkreuzung genommen. Führe den Rödeldraht um den Knöterich drumherum. Dann hat er ja diese zwei Schlaufen. Das ist natürlich bewusst so gemacht. Hier gibt es einen Haken. Mit dem Haken gehe ich in diese beiden Ösen rein, ziehe das Ganze an. Ich versuche es jetzt nicht so schnell zu machen. Und der verdreht dann diesen Draht. So, und den kann ich jetzt, man sieht jetzt so schön, das ist klasse, gell? Und dann hat man auch diesen Draht. Entweder, wenn ich den nicht mag, entweder ich biege den dann nochmal hier dran oder ich nehme eine Drahtschere. Da brauche ich jetzt aber echt eine Drahtschere, weil da ist die Baumschere stumpf. Das mag die nicht. Oder ich nehme eine Drahtschere und knipse das ab. Aber ich würde schon nochmal 2-3 mm dran lassen, weil ansonsten dreht sich es natürlich wieder auf. Und mit dieser Technik kann man sich also also das ist jetzt nur exemplarisch, so ein Gitter machen. Und man kann natürlich auch, und das habe ich früher, als ich den Laden angefangen habe, da hatte ich dann auf große Vasen ein Gitter gemacht mit mehr kleinen Fächern und habe die Blüten so eingestellt, dass die eine tolle Wirkung hatten, dass die super verteilt waren. Und dann habe ich immer Gitter auf die Vasen gemacht. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich habe zu viele Blumen. Und die würden da nicht mehr reinpassen mit Gitter. Aber wenn du zu Hause sagst, oh, ich möchte eigentlich viel Wirkung machen oder ich habe eine große Vase, und ich muss das irgendwie lösen, dass der Strauß hier in die Mitte kommt. Ja, und man kann dann natürlich noch mit einem weiteren, mit einer weiteren Unterteilung, die kann man dann machen, wie man will, so ein kleines in die Mitte, so ein kleines Eckchen. Ja, und kann gestalterisch was in die Mitte der Vase machen. Das ist irgendwie eine super Spielerei. Wo gibt es Rödeldraht und einen Drillapparat? Natürlich bei Floristik24, wie immer, mit 10% Fanrabatt. Rabattcode Margit, der gilt bei all meinen Partnern. Rabattcode Margit ist ganz einfach. Ist ganz einfach zu merken. Ja, also das ist nochmal die Knöterich-Vasenlösung, die ich euch einfach dazu zeigen wollte. Hier sind noch die Drähte, ja, die man auch dazu braucht. Und das Ganze sparen wir uns jetzt aber einfach, weil der Strauß ist jetzt so üppig. Der sitzt auch so in der Vase gut und der hat es gar nicht nötig, sowas zu haben. Aber das war jetzt für heute mein Pfingstrosen, Hortensien, Strauß-Video. Und ich freue mich total, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich auch auf eure Kommentare. Und macht es nach oder genießt es. Und den Duft kann ich euch leider im Video nicht zeigen. Aber ja, danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.